is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Unvergleichliche Musik. Die erlösten Herren werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Und dort wird es Musik und Gesang geben. Musik und Lieder, wie sie außer in göttlichen Visionen nie ein sterbliches Ohr gehört hat. Nie ein sterblicher Geist hat sich vorstellen können. Und sie singen beim Reiten, alle Quellen sind in dir. Sie werden ihre Stimmen erheben, sie werden die Majestät des Herrn besingen. Ja, der Herr tröstet Zion. Er macht ihre Wüste wie Eden und ihr dürres Land wie den Garten des Herrn, dass man Wonne und Freude darin findet. Dank und Lobgesang. Mir ist die Ordnung, die vollkommene Ordnung des Himmels gezeigt worden. Ich war hingerissen, als ich die vollkommene Musik hörte. Nach einer Vision kommt mir das Singen auf der Erde sehr hart und misstrauisch vor. Ich habe Engelgruppen gesehen, die sich im Viereck einander gegenüber aufgestellt hatten. Jeder hatte eine goldene Harfe. Am Ende der Harfe gab es ein Instrument, um die Harfe zu stimmen oder den Ton zu ändern. Ihre Finger glitten nicht achtlos über die Saiten. Sie berührten verschiedene Saiten, um verschiedene Klänge zu erzeugen. Einer von den Engeln ist immer der Anführer, der als erster die Harfe berührt und den Ton angibt. Dann fallen alle in die wohlklingende, vollkommene Musik des Himmels ein. Es ist nicht zu beschreiben. Es ist melodisch, himmlisch, göttlich, während jedes Angesicht das Ebenbild Jesu widerstrahlt und in unaussprechlicher Freude leuchtet. Was wird das für ein Lied sein, wenn die Erlösten des Herrn zusammenkommen? Der ganze Himmel ist von klangvoller Musik erfüllt, von Liedern, die das Lamm preisen. Erlöst, ewig erlöst im Reich der Herrlichkeit. Ein Leben zu haben, das an das Leben Gottes heranreicht, das ist der Lohn. Jede Sprache ist zu schwach, um eine Schilderung des Himmels auch nur zu versuchen. Wenn diese Szene vor mir auftaucht, bin ich ganz im Staunen versunken, hingerissen von der unübertrefflichen Kraft und außerordentlichen Herrlichkeit, lege ich die Feder hin und rufe: Welche Liebe, welche wunderbare Liebe! Die erhabenste Sprache versagt, wenn sie die Herrlichkeit des Himmels oder die unvergleichlich tiefe Liebe des Heilands beschreiben soll. The Lord.